東京は、うん、あの3つの層に来ていて、その最初の層は江戸城が作られた時に基本的に東京のパターンは決まった。And when Edo was built, the center of Tokyo is castle. And there was a time planning of Edo period. 300 years ago. 非常にうまく読み込みながら。They learned well of the landscape of Tokyo. 自然の流れを非常にうまく利用して。それはあの陣内さんの。And there is a study of Jinnai, Hidenobu Jinnai. それで、あの明治後、last 100 years, Tokyo, Japanese city, modernization. これも非常にラフに言えば、グリッド状のね、道路パターンの都市をその上にかぶせるって。After Meiji, when Japan opened the country, we made a grid plan on it. それで、それに、まあその第三の層という。And the third level?はその情報によってとかメディアによって作られるその地形のような、まあ、等高線のようなものがもう一つその上にかぶせられる。その3つがそのこういろんな関係で。建築は、まあ、その3つをそのうまくそのまだ吸収できてないという気がするんですね。The architect cannot accept well those three levels yet. その第2の層をベースにしながら作れる。Based on second level. Sometimes we can find the first layer. Ich habe hier nichts, überhaupt nichts, gell? So, ich habe keine richtige Platz, wo ich mich zu Hause fühlen kann. Ort, wo ich aufgewachsen bin, ist total zerstört. Wo ich aufgewachsen bin, ist nur ein flaches Grundstück. Stehen ein paar Autos, nicht? Und rundherum sind aufgekauft von dem Konzern. Und sie versuchen dort ein städtisches Wiederaufbauungsprojekt. Die Einwohner dort sind nicht richtig mitgeteilt, gell? Was sie dort richtig vorhaben. Die Pläne sind sicher schon fest. Aber also wir ursprüngliche Bewohner wissen nicht, was dort passiert. Nicht? Und eigentlich diese Stadtteile, wo ich aufgewachsen bin, kann man eigentlich nicht mehr so richtig wohnen. Die Infrastruktur gibt es nicht mehr. I have my own memory in my area, and apart from that, I have my father's memory of the city, and maybe my grandfather's memory from my father's talking. That kind of memory is a kind of layered. So before I built this house on this side, there was a very big wooden house here.And this side must be the part of the garden space, this house, that house. And the government decided a new street from the Aoyama Street to the Olympic Stadium. So this area is quite big change there. I moved from Osaka to here. After Olympic, no, before. I lived here on Olympic years alone. After Olympic, they came here, came around here. We lived over there. And at that time, I'm trying to get some small piece of land for new house.I find this piece. At that time, the street is always almost not already completed. So I found a very small piece of triangle on this. Als Bewohner in einer Stadt möchte ich zuerst die Gegend, wo ich direkt wohne, genau kennenlernen zuerst, damit ich sicheres Gefühl habe,
ich kenne mich hier zumindest aus. Oder und auch den Ort, wo ich arbeite, zwischen Haus und Arbeitsplatz. Das muss ich zuerst sichern. Und dann von dort begonnen, langsam dann auch andere Plätze. We bidded some construction site outside of downtown, and we are talking about the place to live for us, and we decided to go back to the inside. When we bid it outside, we were very nervous. We imagined, can we live around here? Plenty of soil, plenty of green tree and grass, but there's no relation between neighbors. So we decided to live inside of the city. その時々ある場所に行くと、そういう地形がポッとこう感じられたり、その水の流れが感じられたりする敷地はあると。そういう建築はなかなかその3つの層をこう吸収してないんだけども、人間のボディの方はそれをうまくこう。Architecture cannot accept those three levels yet, but human body, including men. わりと人間はまあ柔軟にそのうまくこうその辺をね使い分けながら。Human beings are much flexible. だけど僕はその3つの層をうまく使い分け、結合したような建築があり得るはずだと思う。In daytime, I'm struggling for the very big spaces, underground space, of course, and every night when I came back to my room, I designed very small for the very small land, and the conclusion is very clear. It was too small piece of land, so I forced to put up the very small room to the sky, so I can calculate how many stories we need for the entrance, for the kitchen, for the bathroom, bedroom, and for my daughter's room. So we need 5 stories at least. So every time I design on the paper, I became very nervous, and I want to build it again and again to the site and measure on the ground and go back to the room. Again, I started again the sketch. So my wife and my daughter did not know, never anything. So that's house Gebautobulde, hatte ich immer daran Gedanken, dass ich in einem eigenen Haus wohnen möchte. Das von meinem Mann entworfen wird. Es ist mir egal, welches Haus gebaut wird. Ich finde schon, dass diese Überlagerung von öffentlichen Nutzungen eigentlich was typisch Japanisches ist, was auch ganz, ganz stark verfolgt wird. In immer stärkerem Maß. Also Shigeru Ban zum Beispiel mit seinem Haus hat was Ähnliches gemacht. Oder die Sumida Cultural Factory in Tokio. Und alles ganz, ganz verwandte und ähnliche Konzepte. The site where I'm living now is my father bought a house there, and since a childhood I'm living there, and several years ago I did a study of our town, and that site also have their original histories. During the Edo period, about 100 years ago, that site was a daimyo's villa,
And after Meiji, when a rich banker bought the land and developed that area into the artist village. And that period was, we have a kind of boom to build garden suburbs influenced by England, yeah. And many industrial people tried to build their own garden suburbs. And my town was one of them. And it was very successful. And many artists, painters, and sculptors, and writers were living there. Then during the Second World War, that area was bombed by the American. Then the fire destroyed all the part. Then after the Second World War, my parents moved to that town. So most of the people who are living there didn't know about the history before. Then just a small topics we can pick up from the people who lived there for a long time. Then I started to reorganize the images of the town it used to be before the Second World War. Then I wrote a short essay about it. It was a very interesting story. 我々日本人はそのもうずっと連続的にそれを体験しちゃってるから。 Es geht mir auch jetzt, nachdem ich 4 Jahre dort bin, noch so, dass ich die Stadt verhältnismäßig weniger gut kenne in ihrer oberflächlichen Gestalt, wie sie sich jetzt mal anhand von Stadtplänen einem Touristen präsentiert. Als so viele andere Städte, egal ob das jetzt Singapur oder Krakau, ob das jetzt Lima oder Caracas ist. Denn wenn man dort arbeitet, kommt man von vornherein mit einer ganz anderen Erwartungshaltung dort an. Der Zwang, also es könnte so sein, dass der Zwang, sich des fremden Territoriums zu versichern, für jemanden, der weiß, dass er dort einer regelmäßigen Arbeit nachgehen wird, nicht so groß ist, als es der Zwang für jemanden ist, der dort als bloßer Flaneur hinkommt. Denn sobald ich dort beruflich tätig bin, ist mein Arbeitsplatz so etwas wie eine institutionelle Anlaufstelle und bürgt im weitesten Sinne des Wortes, also ich glaube nicht, dass das so direkt läuft, aber im weitesten Sinne des Wortes, sowas für sowas wie eine emotionale Sicherheit. 建て替える時にこのこうまあかなりここうちはランドマークっていうかなってたんですね。向こうから来るとまあ古く住んでることもあって、まあだいたいあの大谷市のうちねっていうことでみんなこうしていると。 それで建て替えるにあたって、まあ、やはりできればそういう本当はねそういう大谷石の素材を残したかったと、それから、まあ、いくつか木を残したいと思ったと。私自身はそのできればこう全く違うものに建て替わるんじゃなくて、まあ、そのなんかやはり建て替える前と後と同じ家族が住んでいるということがこう、 分かるように、なんかそういうこう記憶の継承みたいな、そういうことを本当は望んでいたと。で、まあ建て替えようってことになって、その誰に建て替えを頼むかと。それでなかなかその普通の人は建築家に友達もいないし、どうやって選んだらいいかわからないと。それで、そうかといって普通の工務店は嫌だし、 で、なんかいわゆるゼネコンのね、一般的な建物になるのも嫌だと。それで、まあいろいろ悩んだ結果、たまたま一緒にこう事務所で働いていた人の、その人の知り合いがワークショップという事務所にいたと。ただまあ彼らの作品をいくつか見てただけで、それで、なんて言うんだろう、ただまあいくつか見た時に比較的デザインがシンプルだったと。 ごてごてしてなくて、でまあ、それは私の好みに合ってるかなと思って、それで私がその人にまず依頼した時の条件は、大谷石のね、そういう素材をどこかにこう使ってほしいと、それからまあ木を1本でもいいからできれば残したいと。
それともう一つは、まあ、かなりうちの敷地の形が変わっているので、からこの敷地の形を生かした設計をしてほしいと、でそういう条件を出したんですけども、結果的にですね、まずその大谷石の素材を使うというのはなかなか、かなり私も言ったんだけども、建築家の方にそのデザインのイメージが、まあ、明確にあって、うまくそれを通すことができなかったと。それから木に関してはやはりその一度全部壊して整地するんで、それを残すって非常に難しいっていうことを言われたんですね。で、まあ、かなり道路に近いところだったら残せるんじゃないかって言ったんだけども、なかなかそれも難しいのと、あとやはりその採算性を考えてある個数を入れなきゃいけないと、そういう問題からあの設計、まあ、やりようはきっとあったのかもしれないんですけども、結果的にその敷地の形を生かしてほしいというのだけが、まあ、残った。So, vergleiche mit Europa oder Österreich, ne? Einfach aus politischen und sozialen Aspekt. Es ist nicht möglich, Privatleute so einfach Identifikation in einem Ort, wo du aufgewachsen bist, oder in einer Wohnung, wo du aufgewachsen bist, oder ein Haus festzuhalten, weil es einfach nichts, finanziell nichts möglich ist, nicht? In Japan ist es so gemacht, nach 3 Generationen sind weg. Die Grundstück kommt wieder zum Staat zurück, weil die Erbschaftssteuer so hoch ist, weil die Ökonomie, Wirtschaft und Politik alle mit dem Boden so hoch spekuliert haben, nicht? Sie haben wirklich damit unreale Reichtum nachgegangen, nicht? Und dahinter ist nichts, nicht? Und die Bevölkerung haben das einfach irgendwie dabei, einzelne Glück und von den Bevölkerung sind einfach so in die Ecke geschoben, nicht? Für viele Leute sind ein Häuschen zu haben, ist es eigentlich so Lebensziel, gell? Für Salaryman und so, nicht? Aber um diese Lebensziel zu erreichen, die Opfer ist so groß. 2 Stunden hin, 2 Stunden zurück, dein Leben ist schon so, schon gestrichen. そのメンタルの部分だけでこう動いていきますよね。とても言うと本音という言葉は意識の中でのこう区分だけれども、建前だけで物事を処理していくっていうかね、建前だけでどんどん回転していくから。In Japanese culture, they distinguish the inside and more the outside, the like facade. Japanese people are used to change all the time.Also es gibt zum Beispiel die Tatsache, dass unheimlich viel halt gebaut worden ist in Japan, dass sich der ganze Wohnstil geändert hat. Dass es europäisiert worden ist, dass jeder sein Sofa in der Wohnung hat und sein Fernseher und seine Sitzgruppe. Und über diesen Wohnstil, der eingeführt worden ist, was verloren gegangen ist, was früher japanisch ist. Nämlich das Leben, das du noch in dem alten Edo da gefunden hast. Also eine Nähe, die sehr individuell war. Ja, dass du einfach durch die Wände durchhören konntest, dass es im Grunde genommen keine Privatsphäre mehr gab und dass daraus eine eigenartige Gesellschaftsform entstanden ist, die für einen Europäer unvorstellbar ist. Also meiner Meinung nach ist ein Phänomen wie die Yamanote-Linie nur daraus zu erklären, dass es so eine Vorgeschichte gibt in der Urbanität, dass einfach von vornherein klar ist, dass es eine Gesellschaft ist, die um zu überleben aufeinander angewiesen ist. My teacher, architect, was the architect who studied under Le Corbusier. So
we are always studying about the void spaces, particle treatment of the blue. So I used this the treatment of modern architect method of Le Corbusier. For me, it was not so strange of using bare concrete and vertical treatment, or sometimes void space, skylight. The Yamanote Line is a cycle, and it is a very rare case that people can live inside of the Yamanote Line. But that site is just like a Paris, size of the Paris. And if you live inside of the Yamanote Line, it's very convenient to move any place. So from Nishinippori to, for example, to Shibuya, it takes 25 minutes. To Shinjuku, 20 minutes. To Ikebukuro, 10 minutes. To Ueno, 5 minutes. To Tokyo, 15 minutes. To Yurakucho, 20 minutes. And to Roppongi, also 30 minutes. So we can go, from my place, we can go to any point of Tokyo within 30 minutes. So that is very good advantage for us. And we can live like European people. But most people who are living in Tokyo lives far away from the center. And those people who live in suburbs, maybe their way of living is very simple. They wake up in their home and take a train for 1.5 hours to the centers. So for them it is very difficult to come and return, to come to the working place and return to their home. It's not easy. So not flexible. So their way of living is just a line. So from living place and working place, the 2 points, they are always moving. I remember from the beginning, this house was the symbol of living inside. The house like Azuma's house is not possible because it does not have any privacy, you know. Temporary という概念は非常に重要。 まあ、とりあえずここに住んでるけれども、まあその先はもっといいとこに住むんだから、まあとりあえずは我慢しようっていう基本的にはそういうレビジョンがあって、それでそのモルド建築伝統みたいなのね、まあ80年代のその経済のね、いわゆるバブルという経済状態のためにそのこんなに都市が変わったんだけど、 だけど、その背後には、やっぱり建物は変わっていくものだという。 Ich brauche einen Tisch, ich brauche ein Telefon, also es muss Handy-Telefon sein. Also mich muss überall erreichbar sein und ich muss überall auch den anderen Menschen erreichbar sein, nicht so beruflich, nicht? Und ich habe meistens Sonnenbrille auf. Weil ich mag nicht diese Leuchtstoffröhrenbeleuchtungen in öffentlichen Räumen und Züge und so am Abend. Für mich ist der Licht zu hell. Mhm. Es gibt keinen Schatten in der Stadt. Ja. Mhm. So, ich habe immer Sonnenbrille auf und ich vermeide persönlich nicht an diesem Stoßzeit mich zu bewegen, nicht? Wenn ich das umgehen kann. So,
so im Zuge und so, ich denke irgendwie so mit der Sonnenbrille und so halb Nickerchen oder irgendwie überlege ich mir, irgendwas denke ich dabei nicht. Also nicht konkret, was Arbeit aufarbeiten oder so, sondern irgendwie bin ich in meinen Gedanken. Nicht? Ich merke überhaupt nicht, ob jemand mich gesehen hat oder nicht. Oft kommt es vor, du bist da gegangen, aber du bist so starr irgendwo dahingeschaut oder so. Nicht? Das kommt oft vor. Mhm. So irgendwie, also abgeschaltet. Das war total witzig. Ich war in einem Café und da hatten sie ein ganz großes Schild, so wie sie früher hatten. Keine Hunde, kein Eis, keine Handys. Also das ist ja dann der Witz. Du hast ein Handy, um überall erreichbar zu sein und darfst aber nicht überall hingehen. それでまあでもでこういう打ち話を作るということに関してはもう OK だったと、うん、それはなぜかっていうとやっぱり前は木の家に住んでたし、うん、コンクリートも一つの素材割に自然な素材ではないかと、だから変にこうタイルとかね科学的なそういう素材を使うよりはごく自然の素材の方がいいと思う。で、まあそれでこれができるまでというのが一応そんな感じですね。それで実はできてみると、もう一つはそうだ、住民が随分入れ替わってしまったと。っていうのは前はねそういう職人さんが住んで、それから次に学生さんが住んで、お年寄りが住んで、で今度かなりまあおしゃれなワンルームマンションになったんですね。そうしたら今度カタカナ業界のそういう住民ばかりになってしまったと。でそれはある意味ね、このおそらくうちがこう渋谷があってね、この昔は非常にまだ田舎だったと、それがどんどんこう都市化されていく中でのあるこう非常に典型的な住宅地が歩んだストーリーじゃないかと、つまり住民の属性もどんどん変わっていくと、住宅地の性格も変わっていくと、で今やここはまあ、青山ほどではないけれども都心に近いそういう渋谷も随分こうおしゃれな街になっちゃって、でそういうこう何だろう、カタカナ業界の人たちはこう住み始めるようなね町になってきたと。である程度家をマンションを作る時にこちらもそれは意図していて、まあそういう人たちをターゲットに作ろうということで、まあ意図通りそういうふうにはなったけど。Man ist zum Teil frustrierend viel unterwegs, um minimale Bedürfnisse abzudecken, weil diese Stadt eben so wahnsinnig funktionalisiert ist. Und weil es sozusagen, es gibt zwar für jeden Bereich einen Spezialisten, aber diese Spezialisten, die hängen dann wiederum alle an einem Ort zusammen, die bilden dann so eine Art Spezialistentraube. Und das sind also wie kleine Ghettos, die über die gesamte Stadtlandschaft verstreut sind, und gewisse Dinge muss man ja suchen wie die Nadel im Heuhaufen, weil ein Phänomen Tokios ist ja, dass sozusagen diese verschiedenen Bereiche aus verschiedensten historischen Gründen und mentalitätsmäßigen Gründen heraus vielleicht, aber auch aufgrund der schieren Unüberblickbarkeit und Masse nicht wirklich kommunizieren und dass niemand vom anderen was weiß. Since I was a student, I don't go back to my house directly. I do something after my work, for example, go to the language school or go to the cinema or go to the theaters. Or the recently, I very often go to the opening party of the exhibition. Or so I stop one place or two places, then after I go home. That is kind of my lifestyle.
so we can use more city facilities, yeah, to use the restaurant or gallery place or theaters or those kind of places if we live in the center. And it is becoming our lifestyle, and especially I'm working as an editor, so I need more contact with the people and contact with different kind of information. So it is very convenient and it is necessary to live in the center. Da gibt es Venedig, Mensch, hast du es nicht gesehen in Tijuca? Und ein Shopping Center gebaut, da haben sie den Kanal reingegraben, der ist ungefähr 10 Meter lang und 20 Zentimeter tief. Und dann haben sie direkt aus Venedig sich eine echte Gondel anfliegen lassen. Und die liegt jetzt da drin. Ich weiß nicht, also mich fasziniert diese Art und Weise, wie die Urbanität erzeugen oder die. Die logische Argumentation, die zu dieser Art von Urbanität führt. Und gleichzeitig weiß ich, dass es eine metropolitane Argumentation ist, die auch sehr, auch wenn ich jetzt Toyota auf den Schlips trete, die unheimlich modisch ist. Karl-Heinz, for true. You know, I've always felt that I'd rather be lost in Tokyo than found in any other city. で、2年間そこに住んで、ここに今度、この家は、やはり、 私がね、前は大会あの時は、まあ家も私の方にこう馴染んでくれるという感じがあったんだけど、ここの家はもうとにかくこう建物としての一つのこうもうこうスタイルが一個あってね、私の方が努力してどういう住まい方をしたらここの家に一番馴染むのかというのをこの3年間ずっと模索し続けてここ。 Mich interessiert oder wo ich wirklich viel darüber nachdenke, ist der Begriff der Fremdheit, der einfach für mich unheimlich wichtig geworden ist, seit ich in Tokio lebe. Das ist ein unheimlich schwieriges Kapitel gewesen.
zu akzeptieren, auch mit deiner ganzen Erziehung und all dem, mit dem du aufgewachsen bist, zu akzeptieren, dass es eine Kultur gibt, die anders ist als die europäische. Und sozusagen von deinem kolonialen Background Abstand zu gewinnen und das hier einfach mal nüchtern anzusehen. Also es gibt zum Beispiel Leute, die nach wie vor permanent angeführt werden, wenn es in Tokio geht. Das zentrale Werk davon ist Roland Barthes. Finde ich total falsch. Finde ich total, total daneben. Der projiziert sein eigenes Bild. Der projiziert auf sich selbst durch die Stadt Tokio und durch zurück. Und das ist unheimlich schwierig. まあ、前の家とか同人会の家は結構すごくリラックスできる雰囲気があったから、で今はなるリラックスできるように一生懸命作ろうとして、それで最初そのってすごくこっちのね吹き抜けが嬉しくて、 あっちにでも家具なかったんで、日本でいわゆるちゃぶ台というか普通の低いテーブルを置いて、それでそこで一人暮らしだったんで、こうご飯を食べてたんですね。ところがなんかすごく寂しい気分でそれでなんか友達が来てパーティーやる時にはすごくあそこの空間楽しいんですけども、一人でいると落ち着かない。それでね、まあその時考えたのは、やっぱりこの4メートルぐらい天井の高さは、まあきっとヨーロッパとかにもあるだろうけども、椅子とテーブルでね生活してるから、みんな平気なんじゃないかと私は思って、じゃあここはやっぱりね、ソファーを入れた方がいいんじゃないと。流通サービスや交通の便利さだけを考えると快適です。There is some coffee shop where I like Spiral or Cafe de Mago in Tokyo Bunkamura, where the space is very wide and quiet.In Wien ist alles mehr oder weniger auf so engem Raum zusammen, dass ich es mit einem Mal überblicken kann. Und in Tokio ist es zum Teil räumlich getrennt, aber eben nicht nur räumlich, sondern eben auch mentalitätsmäßig, weil eben durch diese Funktionalisierung eine weitaus größere Ghettoisierung der Mentalitäten stattfindet. Und das wichtigste Arbeitsinstrument in Tokio ist wirklich das Adressbuch.Und ich habe hab in wenigen Städten gelebt, wo es so überlebensnotwendig war, jede kleinste Information akribisch zu sammeln. Some Japanese people became rich and then, you know, they went to Beverly Hills and they wanted to have something similar.Even from the beginning, they gave up the idea of just imitating a European house. Jetzt fokussiert so der ganze Blick von allen, der fokussiert so auf diese Sachen mit der überlagerten Öffentlichkeit, mit Sumida und Yatsushiro, Ito, Sejima, Hasegawa.Das ist der Inbegriff der japanischen Architektur. Das ist halt einfach total grottenfalsch. Wenn du in der urbanen, in der städtebaulichen Diskussion in Deutschland bist, dann wird die japanische Stadt dir vorgehalten. Als Vorbild. Ja, aber wenn du siehst, was gebaut wird, Shiba, Makuhari, Minato Mirai, Tokyo Bay, Osaka New Town, Tama New Town, all das Zeug, dass das Bauvolumen gebaut wird. Ich weiß nie, was daraus wird.だけどやっぱりその多分ね、プロポーションの問題とか狭くてすごく高いから、なんかもう一つ落ち着かないのか、あるいはこっち側に2つ向けてるからこう通じ、なんかね、いまいち落ち着かないと。それで結局普段はここで生活をしていると。それで、なんていうかな、
まあね、ただすごく空間的に面白いと思ってます。すごくそこがあの天井があって上がすごく低いです。だからそのコントラストがこう逆に上の居心地の良さには生かされてる。それで今はね、もうそこのスペースは私はあの日本間の床の間だと思うことにした。その日本の昔の家っていうのはあの絶対こう床の間とか飾り棚があって、例えばその6畳とかって言ってももう一つは8畳分の広さがありますよね。つまりこう引きがあるということで、こうやっぱりゆとりがあるとこう単に6、そういう意味でここもね、もしこのスペースだけだったらすごく嫌なんだけども、あそこにあれだけのスペースの引きがあって、そのことで逆にこう違うが非常に心地よくなってるんではないか。 For many years I'm writing I was writing some article in at the corner coffee shop every morning. Every morning I go out this home to the coffee shop writing something, reading, and thengo to my office and working, and sometimes going to the construction site, sometimes to the university, stay Osaka, talking with my student, and go back to office home here. So my city life is spread out from the Osaka or another city. It's my life, and base camp is here. Die Idee von dem Ie, von dem Haus, die löst sich ja überall auf. Wenn du hier wohnst, du hast Tama Newtown zum Beispiel, das ist eine Gegend, wo unter Tag nur noch Frauen sind, weil die Männer alle in die Stadt pendeln, um zu arbeiten. Sie kommen spät abends zurück. Also das, was ursprünglich das Haus ausgemacht hat, eine von mir aus egal wie immer geartete verwandtschaftliche Beziehung, die auch früher in diesem Clan irgendwie da war, die verwandtschaftliche Beziehung, das Gefühl, dass es eine Verwandtschaft ist, dass man einem Clan angehört, die ist total gesprengt durch die Stadt, durch diese Distanz. Ich bin in der Stadt aufgewachsen, ich habe nie so richtig Natur notwendig Gefühl gehabt. Mehr habe ich gehasst, Berge, nein, lieber ins Kino und Theater und so. Aber es ist schon seitdem ich hier wieder zurück bin, nach langer Zeit Europaaufenthalts, habe ich Zuneigung in meiner Freizeit, einfach abzuschalten und frische Luft und Meer und Fisch und so. Und das hat auch mit meinem Kindzeit zu tun. In meinem Kindzeit bin ich in so einem sehr, sehr dichten Downtown-Bezirk in Shibuya gewohnt, wo jetzt Entwicklungsprojekt vorgeht, nicht? Da gab Sento diese öffentliche Bäder und Süßigkeitengeschäft und Fischgeschäft und so. Diese Infrastruktur hat es noch dort am Meer. Gell? Was mich am meisten beeindruckt hat, war, wenn du am Meer hinausschaust, siehst du Fujiberg mitten im Meer. Die rechnerisch ermittelte Durchschnittsgeschwindigkeit im Jahr auf dem Shuto ist 10 Stundenkilometer. Ich meine, das ist der größte Witz. Die Idee war ja einfach da, dass irgendeine holistische Struktur gebaut wird. Und was gebaut worden ist, ist der Shuto. Das ist eine unglaubliche Struktur. Das finde ich also den Inbegriff von einer aufgesetzten Ordnung, die der Stadt künstlich aufgesetzt worden ist. Tokyo はまた砂漠に例えることができます。そしてサラリーマンはその砂漠をあてもなくオアシスを求めて歩いて行くキャラバン隊に思えてきます。会社が終わった後、群衆の一人となって砂漠を旅する。オアシスはある時はバーで飲む一杯のコーヒーであり、ビールであり、ディスクショップで聴く音楽であり、
ギャラリーで見る一枚の絵画であり、そしてある時はその行く先々での短い語らいであったりします。Ich war das letzte Mal außerhalb von der Stadt vor 5,5 Monaten. We were in Hong Kong this January. We are told from some people in Hong Kong that they never cook at home. Unless you are very rich or very poor, you cook at home.ただ私の場合は、うん、小さい時にサンパウロに4歳まで1歳からだからそういう意味で何て言うんだろう割にこう自分の原風景はああいうアパートメントで育ったっていうのがあるんでそんなに違和感がないんです。だからそういう意味で例えばあのお風呂場とかもあまだ洋バスになってて、だから逆にそのブラジルからね日本に帰ってくる時にこう母に日本に帰ったら靴を脱いで家に上がるんだよ日本に帰ったって言われて私一体どういう家なのか4歳なんで全く想像できなかったで正直言ってその帰ってきた時はなんかブラジルサンパウロで結構大きいアパートに住んでこうメイドさんもいてそういう生活をしてたんで帰ってきたらすごいボロボロの平屋でもう本当に子供ながらにこの家でずっと暮らそうかと。Wenn ich mich in Wien bewege oder wenn ich mich in europäisch oder westlich gebauten Städten bewege, die alle irgendwo nach einer gewissen Zentralperspektive gehorchen und die sozusagen am Prinzip vom Städtebau folgen, wie es im 19. Jahrhundert mehr oder weniger entwickelt worden ist, dass dieser ganze Wildwuchs vom Mittelalter einfach entfernt wurde und man große, breite, überblickbare Boulevards geschaffen hat, das ist ja in Tokio so gut wie nicht vorhanden. Man geht in ein Gassenlabyrinth rein und man hat dort keine Chance, sich über diese Häuser, die haben dort überall einen Blick verstellen, zu erheben, um sich selbst in dem Ganzen zu lokalisieren und den Fehler dann wieder gut zu machen. Ich denke zum Beispiel, dass das Switchen innerhalb von den Scenes oder von den Bereichen oder den Flächen auch innerhalb von der Stadt eine sehr begrenzte Möglichkeit ist, weil sich alles innerhalb von einer Generation abspielt. Also du hast im Grunde genommen, wenn du nach Shibuya gehst, du wirst ein Durchschnittsalter von 16 oder 17 Jahren finden. Das ist unwahrscheinlich homogen und du bewegst dich auch von dir aus. Also du gehst nicht heute dahin essen und dann abends fährst du auf die Ginza und gehst einfach in das, wo die älteren Leute sind. Sonst was, sondern die aktive urbane Kultur, also die Szene herstellt, die das Wiener Kaffeehaus hat, die dieses Restaurant hat, die Karaoke Bar hat oder alles was, das ist im Grunde genommen immer eine identische Gesellschaft, die dieselben Erfahrungen macht. Der Austausch, was eigentlich, finde ich, das Interessante ist an einer urbanen Gesellschaft, dass du sagen kannst, du kannst zwischen Generationen dich bewegen. Den gibt es auch in der Stadt nicht mehr. Zum Beispiel in Shibuya kriege ich keinen Kontakt. Ich verstehe nicht, was in Shibuya abgeht. Since 2 years, I'm keeping this apartment. It is a very good space for me, yeah. I rent this apartment for my books and also for my guests. And sometimes, and when I was young, when I visited, for example, in England or France, most of my friends offered a room for me. But in Japan, most of the houses
has not a big space. But I wanted to do that for the friend come from the foreign countries. Then this space I can use for the guest room also. And the space is very small, but with a key, everybody can enter and can relax without any disturb. So I wanted to use this space for that kind of facilities. Then my network will be developed with this space. Ich habe so einfach eine Haltung zur Architektur so gelernt, sehr akademisch. Los hat gesagt, wenn die Säule runterfällt, dann bist du weg. Wenn die Bilder, was nicht gefällt, kannst du weghängen. Das finde ich richtig so. Und seitdem ich in Japan bin, habe ich immer gesehen, die Stabprojekten und Architekten so einfach temporär wie möglich. Und nach meiner Meinung nach haben die Architekten auch, die großen Architekten, kritiklos einfach die Erscheinung, was die Gesellschaft dort war, einfach mitgegangen. Und keine kritische Haltung gegenüber, nicht? Und sie haben sehr intellektuell und sehr akademisch diese Probleme aufgearbeitet. Ich finde es wichtig, das Haus kann mitentwickeln können. Wir sollen eigentlich ein Haus oder ein Wohnprojekte aufbauen, was man nicht nach 10 Jahren abreißen muss oder was man nach 10 Jahren unbrauchbar sind, sondern wir müssen ein Haus, wir können doch ja entwickeln, was man eigentlich mitwachsen kann. We are architects, so we have to keep the quality of space, and we have to send this ability to the next generation. Mm. So even the lifestyle or family style is quite changed, that some human can find their space. Some space. Da werden dir ja komplizierte geografische Pläne gezeichnet unter Nennung von 700 markanten Punkten, die du auf dem Weg eventuell treffen könntest. Und es wird ein Sachverhalt, der manchmal, aber wenn man sich ein bisschen auskennt, dort sich im Endeffekt dann viel einfacher darstellt, auf eine unendlich komplizierte Art und Weise beschrieben. Also ich habe zum Beispiel die Erfahrung gemacht, dass es im Grunde viel weniger schwierig ist, als man glaubt. Wenn man einen guten Stadtplan hat und wenn man diese geografischen Übersichtspläne, die am Eingang zu allen Vierteln hängen, einigermaßen zu lesen gelernt hat, dann kommt man mit der bloßen Adresse auch überall hin. Tja, da war ich neulich, da habe ich mir also wirklich das Abartigste, was Tokio zu bieten hat, angesehen. Da gibt es ein Gebiet, das heißt Fare Tachikawa. Das ist, wenn du in Tachikawa aussteigst, ein Neubaugebiet. Und das sind dann große Blocks, ein Kaufhaus, ein Cinema Tower.
Und zwischendrin haben sie einen wahnwitzigen Aufwand Kunst aufgebaut. Sowas, das ist wirklich der Punkt, wo du als Architekt sagst, so, ihr ist den Griffel aus der Hand. Weil als Architekt habe ich aufgegeben, die Künstler müssen sowieso aufgeben, ja. Es geht gar nichts mehr. Also so der Punkt, wo Kunst zur Kommunikation anregen soll oder irgendwas vermitteln soll, der ist eben da total daneben. Wenn du dir überlegst, dass dein Leben hier ein Abwägen ist zwischen was kann ich mir leisten, welche Nähe zum Stadtzentrum. Nähe zum Stadtzentrum entspricht ja immer an verfügbaren Quadratmetern, die du als Person hast. So, und das musst du halt auswiegen. Wenn du viele Quadratmeter haben willst, hast du wenig Zeit, weil du immer pendelst. Also du hast ja eine 2 Stunden Fahrzeit und hast ein Haus im Grünen. Also das ist, du hast einen Durchschnitt, habe ich nur nicht gelesen, in Tokio und Osaka von 63 Quadratmetern für eine dreiköpfige Familie. Und wenn du nach Toyama gehst oder sowas, hast du 150 Quadratmeter. Wenn du zum Beispiel aus Tokio rausfährst und in die Landschaft gehst, dann findest du im Umkreis von Tokio die ganzen Ferienhäuser oder auch Siedlungen. Ich meine, wenn du 3 Stunden fährst von Tokio oder du fährst mit dem Shinkansen, das sind 200 Kilometer und pendelst dann so halt hin und her, es gibt Leute, die das machen. Aber das sind ja auch vollkommen urbane Personen. Recently, some people have started thinking about prioritizing their lives and what they think about what they really, really need and try to compensate. システムの利用の仕方さえ心得ていれば、速やかに目的地に達することができます。Das ist aber vielleicht eine urjapanische Fähigkeit, sich sozusagen wegzuträumen. Bedingt dadurch, dass sie sozusagen in ihrer räumlichen Bewegungsfreiheit so eingeschränkt sind, eröffnet sich wirklich am Fernseher, indem sie diesen Stadtplänen nachfahren, eine ganze Welt. Und viele machen das effektiv als Kompensation. Für die ist dann der Moment, wo sie dann wirklich mit dem Auto rausfahren und diese Strecke nachfahren, gar nicht mehr so wichtig, weil dort erfahren sie gar nicht mehr so viel. Karl-Heinz, Arturo, don't forget that Tokyo embraces Montana as well as the tropics. And if there's any sort of center to it, it's closer to my house than it is to Brigitte's. Seit Godzilla da ist, greift Godzilla immer nur die Neubauten an. Ja. Godzilla ist immer in Stadtzentren, ob er nun am Rathaus in Shinjuku rumknabbert oder. Irgendwie ist das so ein Zeichen für die verwundete Natur, Godzilla. Ja, einfach dadurch, dass er immer alle neuen Entwicklungen angreift. Godzilla ist total retro. Ich muss sagen, man gewöhnt sich daran, nicht näher zu kommen. Du merkst nicht einmal, dass du allein bist. Ich glaube schon, dass die Simulation auch historisch entstanden ist, so als eine Art Wirklichkeitsmanagement, das von den Mächtigen betrieben wurde. Dieser Raum hier, der hat, wenn du dich umschaust, also nichts, was in irgendeiner Form Dauer signalisiert oder in irgendeiner Form sagen würde, das wäre was
was Beständigeres, was irgendwo die Stärke hätte, eine gewisse Geschichte zu entwickeln. Very simply, it can be said that to live perfect completely today is the freedom of the past.